Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Vanilla. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo! Hallo! I am here, wow! Wow, so amazing, Matsch schon wer! Ich muss nicht alleine spielen. Das freut mich auch. Hi, ciao, kein Bock mehr. Fuck. Ich wusste es! Was soll ich denn, weißt du? Vertrau nie einem Baby, welches sagt, ich hab nicht Stinky gemacht, weil die sollten nicht reden können. Richtig! Töte es mit Feuer und Feuer. Zusammen ist das zwei Feuer. Oh ja. Ich hab das Schmagibur, ich kann das. Richtig. Du kennst dich Schmagibululu? Schmagibululu? Aber sowas von. Du weißt gar nicht, wie Schmagibululu ich bin, wenn du weißt schon. Yeah. Ja, ich weiß auch, aber wissen das Zuschauer? Ich bin ja nicht sicher. Das ist die Frage, die sich niemand traut zu fragen, weil alles Weicheier sind. Oh. Weißt du was? Hallo Rob. Du schon, wer weißt du, was geil ist an einem Praktikum in der Schule zur Corona-Zeit? Du! Ah, ja. ja, 8 Uhr Anfang, 12 Uhr Ende. Das ist halbe Stunde Pause. Das so allgemein. Wenn du Mittelstufe-Lehrer bist, ist es nicht irgendwie in den meisten Fällen voll geil für die Arbeitszeiten, sobald du es geschafft hast, deine Klassenarbeiten einmal zu machen und dann der Lehrer zu sein, wo es immer wiederholt werden, wo sich die Schüler freuen? Kommt auf das Fach an, da ich jetzt mit Englisch ein Hauptfach habe. Also ich habe keinen Englisch. Sport, weil Sport wird gerne entweder früh morgens oder eben auf Mittag verschoben. Und es ist blöd, wenn du irgendwie die erste Stunde hast und die achte, dann ist deine Freizeit auch kurze, oder? Mhm. Ich denke mal, mit Hauptfach Englisch und Biologie komme ich einfach hoffentlich irgendwie glimpflich dann weg, aber das wird sich mal zeigen. Bisher hatte ich immer Glück mit meinen Stundenplänen in den 158 Jahren, in der ich in irgendeinem Bildungssystem bin. Also, ja, Englisch ist so eine Sache. Ich wollte gerade sagen, das kann auch richtig kacke für dich sein, weil du ja Aufsätze so verbessern musst, aber ja. In der Mittelschule ist halt viel davon nicht unbedingt Aufsätze, sondern viel einfach nur so ein anderer Scheiß. Dann hast du halt einmal kurz mal sowas. Ja gut, Mittelschule ist trotzdem mittlere Reife gehört Ding dazu, Englischprüfung. Ja. Und da korrigiere ich nicht nur 30 Leute, wenn ich 30 Leute in der Klasse habe, das kommt ja auch von anderen Schulen. Oh. Die ziehen das auf, als wäre das wichtig, aber ROB kann sagen, der lebt auch noch und der hat vielleicht eine Prüfung nicht mitgeschrieben, so richtig. Nur so ein bisschen. War aber auch frech. Also ganz ehrlich, da kommst du, da zeigst du sogar guten Willen, hey, mir geht's schlecht, aber ich guck mal, ob's geht. Ne, du schreibst jetzt mit, du bist ja jetzt hier. Ja, besser wäre es gewesen, einfach nicht hinzugehen. Ja. Aber gut. Egal. Inzwischen. Ja, logisch. Scheiß der Hund drauf später. Damals war es tatsächlich gar nicht so egal, aber ja. Mittlerweile kann ich drauf scheißen. So, ich weiß, ich habe jetzt mich wieder daran erinnert, was ich denn hätte machen sollen und so. Oder was ich machen soll. Aber dafür, yeah. Fuck, jetzt brauche ich ganz viel. Ich mache einen Super Smelter, genau, gute Idee. Gerne doch. Ich brauche aber jetzt. Gerne wieder. Fuck, ich brauche ganz viel Kohle! Kohle oder. Holz, Kohle geht auch. Stimmt! Du, ich erinnere mich langsam an den Plan. Ich brauche jetzt erstmal Dschungel-Saplings. Die habe ich hier, perfekt. Nee, das ist schwarz eigentlich, ich will Dschungel. Langsam kommt der Plan zusammen. Genau. Was mache ich hier eigentlich? Ah ja, genau, der Speicher. Ja, da hast du mich dran erinnert, wie jetzt die Welt funktioniert nochmal. Also, ich habe hier aber gerade keine, egal, nicht so schlimm. Du hast gerade keine Welt? Keine, alles, mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben ist eine Lüge. Dieser Schwer, mit dem wir leben, geht mir hammertierisch auf den Sack. Und zwar so richtig auf und den zwar so richtig. Ich will ein Kinder. So. Ich mag das nicht mit. Weißt du.
Ah, oh, da muss ich mir ein Video zu anschauen, dass ich den. Egal, ich muss es überlegen. Svea, schaut das Video an. Svea, schaut das Video an. Nicht jetzt, das kann ich nicht machen in Aufnahme, ey. Das ist illegal. Das Video an, Svea, schaut das Video an. Pass auf, Temboy. Wo soll ich den denn hinmachen? Ja. Als ob ich das weiß. Ich weiß nicht, was es tut. Ist ein Ofen, wo man viele Sachen in eine Kiste reintut und die kommen da in der anderen Kiste geschmolzen raus. Also es ist nichts, was Tiki-Tik-Tak-Tuk macht. Ja. Dann... Irgendwo bei uns in den Berg? Es sollte halt auch noch in der Nähe sein. Ist das nicht in der Nähe? Also ich habe eine Idee, aber... Ja, du wieder. Weißt du, alles Kacke. Alles Kacke. Kacke! Ich habe eine Idee, weil ich ja jetzt sowieso meinen Berg erweitern soll, dann baue ich schon mal nach unten und suche mir Geiligkeit. Ein Arschloch, wer dir das gesagt hat, dass er die ja, so Kreativität reinfuscht. Weil ich ja einen guten Ort habe, wo ich eine Treppe nach unten bauen kann. Scheiße, doch nicht. Fuck. Es ist bei uns halt alles zu krass gebaut, muss ich sagen. Wir sind zu gut. Wir sind aber auch zu krass. Das stimmt. Ich habe jetzt einen richtig krassen Keller. So richtig krass? Da laufen da Viecher drin rum. Nee, da laufen keine Viecher drin rum und der ist richtig, richtig krass. Sicher? Oh ja. Aber sicher. Oh, ja, Siegen, Junge! Ja, ich habe jetzt endlich meine Hauptverkabelung oder Redstone-Steuerung im Keller fertig mit Hauptschaltraum und der ganzen Verteilung so, dass es übersichtlich ist und sexy aussieht. Oh, geil. Mhm. Geht das Licht zur anderen Halle jetzt? Ja. Unten geht alles an Licht wieder und vom Gebäude, das untere Drittel vom Tower hat jetzt auch wieder Licht. Ich würde sagen, du bist nicht alles Snitch. Hast du verkackt. Ich muss es nur eben das Ganze noch zweimal machen. Okay. Weil ich jetzt entschieden habe, okay, ich krieg's nicht gebacken für 30 Stockwerke, die einzeln vom Keller aus anzusteuern. So viel Platz habe ich nicht. Also habe ich jetzt quasi im Keller unten alle Hauptsachen, Lobby, Beleuchtung, Treppenhaus, Flure, die Hallen, Außenbeleuchtung und das Zeug. Und habe quasi noch einen Master, der dann für die Stockwerksbeleuchtungen quasi als Vorsicherung da ist. Und habe dann in jeder Sky-Lobby, ich habe ja 3 Stück, dann quasi nochmal eine Unterverteilung, wo dann immer die dazugehörigen 6 Stockwerke drüber rangeschaltet werden. Aber die funktionieren auch nur dann, wenn der Master eingeschaltet ist im Keller. Ich tue mal so, als hätte ich aufgepasst. Schon mehr arbeitet hier wie in der Schule. Das ist echt so. Oh. Naja, war ein bisschen komplex. Und eine Alarmanlage kommt auch noch rein. Und zwar auf jedes Stockwerk. Eine Alarmanlage mit so Fäden oder wie? Muss ich mal gucken, was die alles können sollen. Auf jeden Fall soll es eine Brandmeldeanlage werden. Oh. Also ich werde die Wolldecken drin lassen. Das klingt schon kuschelig, wahr? Ja. Und in jeder Decke ist quasi ein Redstone-Kreis gepowert. Und sobald durch Feuer die Decke beschädigt wird und der Redstone-Kreis unterbricht, wird Alarm ausgelöst. Ah, und dann weißt du Bescheid, wenn es schon zu spät ist. Genau. Ja, aber da können wir diesmal wieder zugucken. So das funktionieren Brandmeldeanlagen, aber das ist immer so. Ja, da ist was dran. Das es soll dir nicht sagen, es brennt, es soll dir sagen, es hat gebrannt. Richtig. Geil! Danke! Juhu. Das freut dir. Gut, wenn ich mehr Platz in den Decken hätte, habe ich jetzt aber nicht.
kann ich es noch so machen, dass dann überall direkt in jeder Decke noch eine Sprinkleranlage mit drin ist, die dann auslöst. Aber geht nicht, zu wenig Platz.